Liebe Busfreunde, die Fachzeitschrift Busfahrt, Bustouristik Scherzer, wir haben heute die Ehre, im Bayerischen Landtag zu sein und werden von den Freien Wählern von Herrn Dr. Mehring empfangen. Vielen Dank erstmal für die Zeit, die Sie uns heute entgegenbringen. Sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Herr Dr. Mehring, wir haben von der Bundesrepublik, wir waren ja in Berlin bei den großen Demos überall dabei, wir haben ein Konjunkturprogramm beschlossen bekommen. Es wurde ein Betrag mit 170 Millionen Euro für die Busunternehmer, die im Reisebereich tätig sind, zugesprochen. Wir wissen heute schon, dass dieses Programm wahrscheinlich nicht erreichen wird bei den Busunternehmern. Die Krise ist da noch voll im Gange. Ist es für Sie jetzt denkbar, das Konjunkturprogramm 2 zu überprüfen, zu überdenken, eventuell zu verlängern? Oder ist eventuell auch der Weg wie in Baden-Württemberg, dass man Extraleistungen auf Landesebene macht? Ist das ein Ansatz für Sie? Also ich sage zunächst einmal ein großes Kompliment für das, was ihr da geleistet habt im Rahmen der Demonstrationen, beim Schaffen von öffentlicher Wahrnehmung, aber auch bei dem Dialog mit uns in der Politik, weil wir uns als Freie Wähler Regierungsfraktion ja gerade mit Blick auf so eine mittelständische, familiengeführte Branche wie die Reisebustouristik sehr stark gemacht haben in der Vergangenheit, auch mit unserem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Und da war es natürlich größtmöglicher Rückenwind, dass ihr es geschafft habt, so kampagnenfähig zu sein und ein Ausfluss davon. Und es ist euer Verdienst, dass es jetzt tatsächlich ein branchenspezifisches Programm des Bundes gibt. Denn man muss ja schon sehen, dass von der Corona-Krise nahezu alle Branchen, alle Bereiche unserer Lebenswirklichkeit betroffen waren und dass es für ganz, ganz wenige Bereiche nur quasi richtig zugespitzte Programme gegeben hat, so wie für euch. Und das ist, glaube ich, schon ein positives Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung dessen, was ihr da gemacht habt, im Sinne einer Standesvertretung und dessen, was wir da als politische Gruppierungen gemacht haben, auch aus Bayern heraus in Richtung Bund. Also dazu zunächst einmal ein Kompliment und vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit und den engen Schulterschluss, den wir da hatten in den letzten Wochen. Jetzt zur Frage, soll, kann, wird dieses Programm verlängert werden und wie verhält sich es mit Landesmitteln? Im Grunde nach ist es für den Moment so, dass wir jetzt mal froh sind, dass Anfang Juni das Programm auf Bundesebene beschlossen worden ist und zwar mit einer rückwirkenden Gültigkeit, sowohl für den Juni, als auch für den Juli, als auch für den August. Und jetzt ist es Gott sei Dank so und ich halte es auch für wichtig, weil ich war bei vielen von Ihren Kollegen bei mir zu Hause in meiner Heimatregion gewesen und habe auch den Eindruck, dass es nicht reichen wird, dieses Programm für den Moment. Deshalb ist es gut, dass von Haus aus schon beschlossen wurde, dass im Juli darüber entschieden wird, dann unter der Maßgabe der neuen Zahlen, wie dieses Programm verstetigt und verlängert wird. Kann. Und ich gehe für den Moment davon aus, hoffe, dass der Bundesgesetzgeber das dann auch so sieht, dass es tatsächlich zu einer Verlängerung kommen wird, dass das also über den August hinausgeht. Solange es das Bundesprogramm gibt, solange sind uns auf Landesebene ein bisschen die Hände gebunden. Das ist der Grund, warum auch die Württemberger Kollegen, die zunächst ein eigenes Landesprogramm machen wollten, jetzt zunächst einmal keines machen, sondern verrechnen mit den Bundeshilfen. Wenn der Bund sein Programm einstellen sollte, dann bin ich leidenschaftlich dafür, dass wir in Bayern darüber reden, ob wir es dann durch ein Landesprogramm verlängern und strecken. Heißt mit anderen Worten, im Moment ist der Bund tätig. Wir machen uns im Bund als Bayerische Staatsregierung, als Freien Wählern und CSU dafür stark, dass der Bund das Programm verlängert. Wenn das gelingt, dann ist es gut. Wenn das nicht gelingt, dann müssen wir sofort und engmaschig überprüfen, was wir dann aus Bayern tun können. Das ist schon mal eine positive Antwort, die wir gerne so aufnehmen. Herr Dr. Mehring, in Bayern sind rund 1100 Busunternehmer und wir haben das umweltfreundlichste Fahrzeug, das man im Tourismus bewegen kann, ist der Reisebus. Mhm. Und wir sehen aber, dass die Deutsche Bahn, die nicht so umweltfreundlich fährt, einen 7-prozentigen Mehrwertsteuervorteil, einen ganz klaren Vorteil hat. Warum wird der Bus hier benachteiligt? Wann wird man eine Gleichbehandlung zwischen Reisebus und Bahn erreichen? Es ist doch jetzt die Zeit dazu. Aber ja, und ich glaube, also das ist ein bisschen so ein Thema, wir Freien Wähler sind ja und ich auch persönlich eher ein bisschen den mittelständischen Familienunternehmen zugeneigt als den internationalen Großkonzernen und deshalb ist das natürlich eine schreiende Ungerechtigkeit, die keinen Sinn macht. Also ich finde es wichtig, dass Sie das thematisieren und bitte auch um den gleichen Schulterschluss wie mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, einfach deshalb, weil es schon hinreichend skurril ist, wenn die Deutsche Bahn ihre ICE-Züge mit einem grünen Strich anpinselt, damit wirbt, dass sie ein Umwelt
umweltfreundliches Verkehrsmittel ist, sehr zu Recht. Und die Menschen dann ein gutes Gefühl haben, wenn sie Bahn fahren, aber ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie Bus fahren, weil sie das Gefühl haben, da werden sie Umweltverschmutzer, werden die Zahlen ja eine ganz andere Sprache sprechen. Also es gibt wenig Besseres für die Umwelt, als Leute aus dem Individualverkehr herauszunehmen und gemeinsam in einem Bus zu befördern. Deshalb ist wirklich auch aus der Politik herausgesprochen der Tipp und die Aufforderung an Sie, das noch viel stärker zu branden, viel stärker nach außen zu kehren. Ich finde es immer ganz schade, wie gesagt, weil ich da aus meiner Heimatregion sehr große Sympathien für Ihre Kollegen habe, dass im Busbereich immer das Gefühl ist, die Busunternehmer, das sind welche, die fahren irgendwie ein paar Betrunkene zum Fußballspiel und ein paar Rentner zum Kaffeekränzchen. Das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ohne euch die Musicals in unserer Republik, die ganze Kunstszene, der Sport, all das gar nicht stattfinden könnte. Auch in der Gastronomie riesige Probleme wären, weil wenn ihr die Menschen da nicht hinfahren würdet, dann könnte all das nicht stattfinden. Und deshalb ist, glaube ich, dieses positive Image, sowohl im Bereich des Umweltschutzes als auch im Bereich ja, der allgemeinen Wahrnehmung von Reisebusverkehr ganz wichtig. Da sollten wir gemeinsam dran arbeiten, für den Verband und für die Politik. Und zur Mehrwertsteuer, ganz konkret, da verhält sich so, dass wir das, meine Regierungsfraktion, die Freien Wähler, im Bayerischen Landtag letztes Jahr im Dezember schon einen Verdringlichkeitsantrag auf den Weg gebracht haben. Die CSU hat uns da unterstützt. Es ist jetzt eine gemeinsame Initiative der Bayerischen Staatsregierung, unserer Bayern-Koalition, Freie Wähler, CSU in Richtung Berlin gestartet, mit der Idee, diese Ungerechtigkeit auszuräumen, also darauf hinzuwirken, dass das Gleiche, was in der Bahn gilt, logischerweise auch für euch gelten muss, nämlich 7% Mehrwertsteuersatz. Wir suchen noch nach einer Mehrheit im Bund. Leider ist nicht ganz Deutschland bürgerlich regiert. Da gibt es ein paar zeitgeistlich geprägte Genossen, die eher in einem Feldzug gegen eure Branche sind. Aber wir versuchen weiterhin, da eine Mehrheit dafür zu bekommen. Ganz klare Aussage und auch mit der Bitte, jetzt aus eurer Sicht das stark zu machen, weil gerade jetzt ist eine Phase in der Corona-Krise, in der vieles denkbar ist, was im Tagesgeschäft nicht geht. Wir müssen jetzt diese Forderung massiv platzieren und die maximale Unterstützung aus der Bayerischen Staatsregierung, die ist sogar per Antrag dokumentiert und nicht nur schön in einem Interview gesagt. Da bedanke ich mich für diese Unterstützung. Also wir bleiben dran. Wir wollen das Ziel der 7% erreichen, um da mal eine Gleichbehandlung einfach zu haben. Im Konjunkturprogramm 2 ist ein Betrag von 1,2 Milliarden mit eingeplant, der die Bezuschussung von Fahrzeugen im Schwerlastbereich, auch den Bus, betrifft, wenn er auf den neuesten Stand gebracht werden kann. Wie sieht das für den Bus aus? Was wird denn da pro Fahrzeug sein? Oder in welcher Form wird denn das umgesetzt werden können? Also im Moment sind die Dinge noch nicht beschlossen. Allerdings gibt es ja verschiedene Vorlagen mit Blick darauf, was anschließend beschlossen werden soll. Die Pläne, die ich für den Moment kenne, wie Sie zu Recht sagen, entscheidet es ja der Bundesgesetzgeber und nicht wir hier im Bayerischen Landtag. Die Pläne, die ich im Moment kenne, stellen sich so dar, dass man mit einer Förderung von 15.000 Euro bei neueren Fahrzeugen, die auf die neueste Abgasnorm gebracht werden, auf Euro 6 rechnen kann und mit 10.000 Euro für ältere Fahrzeuge. Das ist die Vorlage, die ich im Moment kenne. Wie gesagt, ich mache die Einschränkung, dass es so noch nicht beschlossen ist. Aber was jetzt ganz wichtig ist nach meinem Dafürhalten, ist, dass wir aufpassen, dass hinter den Mehrausgaben der Corona-Krise solche eigentlich wichtigen Dinge, die schon aufgesetzt waren vor Corona, mit Blick auf die Mobilität und mit Blick auf das Ziel, die Menschen aus dem Individualverkehr in den öffentlichen Verkehr zu bringen, dass die nicht hinten runter, nicht unter den Tisch fallen. Denn ich beobachte schon mit großer Sorge, stärker im Bund als bei uns in Bayern, wo die Haushaltslage einfach besser ist, weil wir vor Corona besser gewirtschaftet haben, dass man jetzt so ein bisschen den Rotstift ansetzt und sagt, alles, was nicht zwingend sein muss, was sozusagen freiwillige Leistung, Förderung war, das stellen wir unter dem Eindruck der Corona-Ausgaben zurück. Da müssen wir stark aufpassen, dass es auch wirklich so kommt, wie das ursprünglich avisiert war. Unser wirtschaftspolitischer Sprecher, der Manfred Eibel, war letzte Woche bei der Staatsministerin Schreyer, bei unserer bayerischen zuständigen Verkehrsministerin und hat mit ihr gemeinsam schon massiv dafür geworben, dass genau das nicht passiert. Also, dass die Zusagen von vor Corona für ihre Branche auch nach Corona gelten. Wie gesagt, ich gehe davon aus, der Bund wird kommen mit 15.000 Euro von Euro 5 auf Euro 6 und mit 10.000 Euro von den geringeren Formen auf Euro 6. Ja. So ist im Moment der Plan. Wenn der Bund das macht, dann wäre es, glaube ich, schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, würde ja die Umweltfreundlichkeit des Busses dann nochmal verdeutlichen. Wir haben in Deutschland im Jahr 2019 ca. 120 Millionen Menschen mit dem Reisebus befördert. Es ist ein Umsatz von fast 15 Milliarden Euro erzeugt worden in Deutschland. Da gehören die Hotel- und Gastronomiebetriebe, die gehört alles dazu. Ist denn eigentlich der politischen Ebene auch bekannt, wie systemrelevant das Busreisen ist? Das hängt davon ab, was Sie mit politischer Ebene meinen. Also ich würde für meine Regierungsfraktion in Anspruch nehmen, dass das eine dominante Rolle spielt. Ich
habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass das auch in der Medienberichterstattung in den letzten Wochen so nach außen gekommen ist. Wir haben uns da ja bis hin zu doch nennenswerten Streitigkeiten mit dem eigenen Koalitionspartner aus dem Fenster gelehnt für Ihre Branche. Und ich habe auch den Eindruck, dass das bei unseren Partnern von der CSU so gesehen wird. Also Bayern ist ein Tourismusland, ohne jede Frage. Und es geht einher mit dem, was ich vorher sagte, dass wir auch mal begreifen müssen, politisch und mit Blick auf Wirtschaftsförderungsthemen, dass es nicht nur darum geht, mit dem Bus die Menschen von A nach B zu fahren, sondern dass es für den gesamten Tourismussystem relevant ist, dass sie die Menschen von A nach B fahren, weil sonst in B nichts stattfinden kann, wenn in A niemand abgeholt wird. Ja. Und das ist so ein Erkenntnisprozess, den man ein Stück weit vielleicht noch befördern muss. Ich habe deshalb einschränkend gesagt, wen Sie meinen mit der politischen Ebene, weil ich schon mit Sorge sehe, dass es andere politische Kräfte gibt, die ja eher einen Feldzug gegen den Reisebus führen, also zeitgeistlich geprägt, manchmal etwas grün bewegt. Und wenn man sich dann anschaut, dass da der ein oder andere ganz gerne im Flugzeug sitzt, der diese Gruppierung politisch vertritt und dann aber hier gegen den Diesel und gegen die Reisebusse wettert, dann habe ich da kein Verständnis. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, um den einen oder anderen in der Opposition zu überzeugen. Aber für die bayerische Staatsregierung, für Freie Wähler und CSU kann ich sagen, da sind Sie sehr wohl angekommen, auch mit Ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung. Ich freue mich jetzt und bedanke mich erstmal recht herzlich für das Gespräch. Sie kriegen von mir auch einen Jubiläumsbus der Fachzeitschrift Busfahrt überreicht. Danke sehr. Und bedanke mich jetzt im Namen der Fachzeitschrift und vor allem Busdurstig Scherzer für das tolle Interview. Und wir geben es weiter und alle sollen es hören in Deutschland, was wir in Bayern schon an Einsicht haben und hoffen, dass es aufwärts geht. Jawohl. Ich sage vielen Dank, kriegt einen Herrenplatz in meinem Büro. Danke Ihnen. Danke.